Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Icarus. Ja, wir sind auf dem Weg in die Mission. Ich fahre mir mal das Haus zu zeigen diesmal, weil eigentlich die Location alles genau dasselbe ist wie beim letzten Mal. Eigentlich ist auch die Mission eigentlich zumindest auf den ersten Blick genau gleich wie letztes Mal. Nein. Ja, scannen oder scannen? Okay. Deine war eine Kundschaftenmission. Ja. Aber im Prinzip 3 Punkte machen, Ende Mission. Auch noch weit hier durch die Kälte laufen, ist ja eklig. Ah, ein Hordenpunkt. Häschen. Ich bin irgendwie in die Spalte reingeflogen, da bin ich dran vorbeigelaufen. Ich hab mir aber nichts getan. Anscheinend war da irgendwie ein buggy Boden. Okay, ist aber ein etwas größeres Loch.
Oh fuck. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Boah, gerade noch abgefangen. Was war das denn? Eine ganz böse Falle. Hm? Vielleicht sind wir von der falschen Seite dahin. Ne? Ja, ich denke, das ist Absicht, dass man nicht so einfach wieder zurück kann. Der Weg zurück ist doch ganz einfach. Der ja, hochbauen halt. Nö. Kannst du dort durchlaufen? Gab's da eine Stelle, wo man hochkam? Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Also ich dachte. Du kannst einfach zwischen dem Ding durchlaufen. Ah, okay. Also eigentlich könntet ihr auch genau da stehen bleiben, wo ihr jetzt seid. Das wäre ja langweilig. Eben. Ja, aber wir müssen ja eh jetzt genau da wieder hin zurück. War aber schwach. Okay, okay, super, blauer Punkt. Blauer, gelber Punkt. Oh, du bist auf den Hasen draufgesprungen. Nein. Doch, ich hab's gesehen. Und ich hab gesehen, dass ich dran vorbei bin. Ja, ja. Liegt sicher an der Latenz. Okay. Ach so, ich dachte, das Ding wäre das gewesen. Holden Golf. Ich habe quasi damit gerechnet. Zum nächsten Bunkerort. Gelb.
bist du denn her? Schnauze, Fury. Also ich habe fast keine Sprintenergie mehr, keine Ahnung warum. Weil du nur sprintest und nicht springst? Nee, ich habe kaum noch Balken. Dann frierst du wahrscheinlich. Ja, aber warum? Hast du die Trinkflasche drin? Das kann doch nicht die Trinkflasche sein, Alea. Ich friere nicht. Ja doch, jetzt habe ich was getrunken. Jetzt friere ich. Meine Flasche ist sowieso leer. Das ist doch albern. Jetzt wird mir tatsächlich wärmer. Hab ich doch gesagt. Albern. Dr. Albern. Obwohl Hello Africa passt jetzt hier überhaupt nicht, ne? Wäschwetter. Nein. Okay. Station activated. There's a problem with the machine. Can you fire it back up? Looks like the unit's ready. Okay, time to move out. There's another zone marked on your map. Jo, ich hab's. Was hast du? Ein Radar. Mal einen auf Folgen stellen. Hm? Kann man Folgen stellen? Folgen stellen? Ja, dass man automatisch einem folgt. Ach nee. WoW. Ich? Nein.
Autsch, ich krieg ganz schön kalt. Hast du etwa die Flasche drin? Nein. Ach nee, das ist gar nicht kalt, das ist der Sturm. Warum warst du nicht in meiner Hütte? Da war schon. Hey, ich möchte keine solchen Zweideutigkeiten, ne, hier auf dem Kanal. Zweideutigkeiten? Ja, hier so zweideutige Angebote mit von wegen in die Hütte gehen und so. Ist ja fast vorbei, der Sturm. Super. Hm? So. Dann eben hier. Na. Okay. Okay, warum macht er das nicht? Muss einrasten. Der wird, soll ja auch einrasten, aber er macht das nicht. Ja. Ah, jetzt macht das. Good. We're reading the station. It's active. This zone's hot. So a little advice. If it moves, kill it. Oh, Dirk hat sich bewegt. Eins, zwei, drei. Something happened. You're gonna need to reactivate that thing. Looks like the unit's ready. It. Scan's good. Data's clean. Good work down there. So, das war's. You're done. Echt? Jo. Muss immer wieder nach da oben zum Gas. Ja, zurück zum Raumschiff eigentlich nur. Und Essen holen. So. Drum, drum, drum. Die Hütte hat das Gewitter überlebt. Sehr schön. Ja, Level up.
Akte-Scanner. Ah. Plötzlicher Sturm. Gewitter. Tja, wir können ja eigentlich direkt weiter, ne? Ich bin überhaupt voll. So, dann hau rein. Falschen Weg schon wieder. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe immer einen Linksdrang anscheinend. Hören. Muss trotzdem mitgenommen werden. Echt? Naja, vielleicht sind sie auch die letzten Möhren, die es überhaupt gibt. Stell mir die ganzen armen, traurigen Frauen an. Ah, ja. Ganzen traurigen. Ja. Gut, der Umsatz für Salatgurken boomt danach, ist klar, aber ist trotzdem, es ist nicht dasselbe. Lass mich frei, Grafik. Fertig mit dem Level.
Ja, super, jetzt bin ich eine Schildkröte. Hä? Ihr spielt aber dasselbe Spiel wie ich, oder? Warum nicht? Den Eindruck hatte ich auch gerade. Jo, ich nehme an, ihr wollt vor mir starten, ne? Oder wessen... Wer ist der Server? Ich dachte. Mal gucken, ob wieder alles komplett ist. Da war ich dumm. Dumm. Geschoss. Weil ich den Rucksack ausgezogen habe und damit die Sachen gedroppt sind auf dem Boden. Das war dumm. Natürlich nicht alles dabei. Deswegen. Ich sag ja, das war dumm. Hm. Rüstung besteht aus 5 Teilen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, also hab ich ja alles. Ja, die Rüstung war ja auch nicht in deinem Rucksack. Hey. Jo. Doch, ich hab alles. Dumm. Sind wir wieder zurück. Da sind wir wieder hier. In meinem Rübsgewirr. Ekel. War nie wirklich weg. Hast keine Beherrschung. Und auch keine Manieren. Das kannst du so nicht sagen. Also sicher? Wer schon reinpupsen muss hier, also das ist schon echt keine Manier mehr. Ah. Genau. Muss man einfach mal so sagen. Aber bin wieder da. Nee. Was du alles verpasst hast. Echt, total viel. Echt? Mhm. Der Papa, der hat gerülpst. Boah. Ich hab nicht gerülpst. Kommst du drauf, dass ich gerülpst habe? Soll es sonst gewesen sein? Ja, ich war es jedenfalls nicht. Ich nicht. Der Dirk, der hat die Krone. Da habe ich die Krone. Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil du eine Majestät bist. Ich weiß es nicht. Majestät. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den oberen Stern freigeschaltet. Und ja, dann nächstes Mal geht's weiter mit dem unteren Stern noch. Da haben wir noch die Ausgrabenforschung zu bewältigen. Ich danke euch fürs Zusehen. Tschüss.